Hallo Leute, ich bin der Dan von rollenspielkaufen.de und ich begrüße euch zu einem neuen Nerd-Gedanken-Video. Ja, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist das, was ihr auch vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Im Moment seht ihr aber gar nichts. Doch, jetzt. Es geht darum, Pen and Paper live auf die Bühne zu bringen. Im Moment sind ja sehr, sehr viele Dinge, die da im Hintergrund kochen, also... Das hier im Hintergrund ist jetzt eine Live-Aufzeichnung von Rocket Beans mit ihrem Format Beards. Das ist ein Wikinger-Setting und die Moderatoren von Rocket Beans TV spielen dort eine Runde Pen and Paper mit Hauke, dem Spielleiter. Und für alle Leute, die hier so ein bisschen unterwegs sind auf meinem Kanal mit Ben and Paper macht das mit GameTube und ist sehr, kommt sehr, sehr gut an. Es gibt solche Formate auch von Pete Smith und ich habe ein Format gefunden, das spielt Dwayne The Rock Johnson, Dungeons and Dragons. Sehr, sehr hochwertig produziert, also nichts im Vergleich zu anderen Sachen. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Sachen mittlerweile auf YouTube. Auch der Nicknack macht das, mit dem wir auch diese Zufallsbegegnungen machen. Der Daniel, natürlich haben die nicht so ein großes Budget und so weiter, aber die spielen auf jeden Fall ihre Live-Rollenspiele bei YouTube oder auf YouTube für euch. Fantastisch finde ich das, also meine Gedanken dazu sind, dass momentan sehr, sehr viel da am Kommen ist und hat auch damit zu tun, dass die Settings oder im Moment Herr der Ringe, ja, Star Wars, der Hobbit, ja, solche Sachen. Also diese ganzen fantastischen Dinge, es gibt so viele Sachen, die jetzt momentan gekommen sind. Auch blöde Beispiele, aber auch so Harry Potter und solche Geschichten, ja, die in den letzten Jahren der ganze Fantasy-Genre und so weiter nach vorne gebracht haben. Bringen auch viele Leute dazu, auch mal in diese Pen and Paper oder Rollenspielecke zu gehen. Ja. Und das finde ich halt schon interessant. Und das mündet jetzt mittlerweile, also dieser Prozess, dass der Nerd auch nicht mehr der Außenseiter ist, der Nerd, dieser Rollenspiel- oder Pen and Paper-Liebhaber und so, dass das mittlerweile normal geworden ist, dass man sagt, ich stehe auf Herr der Ringe oder irgend sowas, ja. Das ist ja jetzt mittlerweile so in der Mitte der Gesellschaft angekommen und dann ist natürlich auch Platz für solche Sachen wie so Randnischen-Sachen wie Pen and Paper zum Beispiel. Und das merken wir jetzt auch, also jeder, der sich ein bisschen mit Pen and Paper beschäftigt, dem fällt auf, viele, viele Rollenspiele haben momentan neue Editionen draußen oder bringen neue Editionen raus, wo sie einen Schritt zurückgehen und die Sache wieder ein bisschen vereinfachen, um einsteigerfreundlicher zu werden. DSA 5, Midgard, Cthulhu, ja. Ich glaube jetzt hier Deadlands macht jetzt auch gerade sowas mit. Nur von der Sache her, ja, perfekt. Ihr seid auch irgendwann mal eingestiegen, als die Rollenspielsysteme vielleicht noch ein bisschen einfacher waren. Oder wo es eine breitere Masse an Spielern gab, die bereit waren, das mit euch zu lernen, Anfänger und so weiter. Die mit euch da eingestiegen sind oder mehr Gruppen, wo ihr das gelernt habt zu spielen in den Gruppen und naja, dementsprechend super Trend und ich kann euch nur sagen, guckt euch das mal an, von den Rocket Beans Pen and Paper Beards, von Ben and Paper, den Kanal habe ich auch geliked, den findet ihr in meinen Abos, der mit GameTube so ein paar Dinge getan hat. Fallout-Rollenspiel, auch mit GameStar und so. Guckt es euch mal an. Ist eigentlich ganz kurzweilig, guckt sich schön weg und sind gute Leute dabei und man kann viel lachen und coole Geschichten erleben. Und zeigt es mal Leuten, die nichts mit Pen and Paper anfangen können, weil zum Beispiel hier diese Beards-Sachen, Beards oder Tears, das war ein Zombie-Setting, damit kann jeder was anfangen. Im Moment ist ja Walking Dead wieder sehr stark im Kommen. Mit der neuen Staffel jeden Tag, wenn da eine neue Folge raus ist, wird darüber gesprochen und so weiter. Vielleicht mal irgendjemanden, der keine Ahnung von Pen and Paper hat, mit Tears
quasi anfixen. Ja? Alles klar, Leute. Macht mal was fürs Rollenspiel und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.